In einer Videobotschaft kündigt der designierte US-Präsident Donald Trump 6 Sofortmaßnahmen für die Zeit nach seiner Vereidigung an. Seine Agenda beruhe auf einem einfachen Kernprinzip, sagt Trump, Amerika zuerst. Bereits am ersten Tag seiner Amtszeit will er den Ausstieg der USA aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP erklären. Stattdessen will Trump bilaterale Handelsverträge vereinbaren, die, so Trump wörtlich, Arbeitsplätze und Industrien zurück nach Amerika bringen. Trump kündigt in der Videobotschaft zudem eine Abkehr von Obamas Energiewende und eine Rückbesinnung auf die Förderung fossiler Energieträger an. Außerdem sollen Arbeitsvisa für Ausländer schärfer kontrolliert werden. Die Bürokratie will Trump eindämmen, indem er für jede neu erlassene Regelung 2 bestehende streichen will. Für hochrangige Amtsträger soll künftig eine 5-jährige Karenzzeit vor einem Wechsel in einen Lobbyistenjob gelten. Und das Pentagon soll einen Plan zum Schutz sicherheitsrelevanter IT-Infrastruktur vor ausländischen Hackerangriffen ausarbeiten. All diese Maßnahmen kann Trump als Präsident ohne Zustimmung des Kongresses durchsetzen. Keine Erwähnung finden hingegen einige seiner zentralen Wahlkampfversprechen, etwa der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, die massenhafte Abschiebung illegaler Einwanderer, Einreisebeschränkungen für Muslime und die Rücknahme von Obamas Gesundheitsreformen.